Herzlich willkommen zurück hier am Konfiginal zu einem neuen Part Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir biegen langsam auf die Zielgerade von Yu-Gi-Oh! 5Ds Legacy of the Duelist ein. Mit dabei wird der gute Cooper. Guten Tag. Es sind noch 1, 2, 3, 4 Parts. Dann haben wir Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist 5Ds abgeschlossen. Ob 6 noch kommt, lasst euch dann überraschen. Vielleicht mit einem kleinen Abstand. Also. Aber schauen wir mal. Aber jetzt ist die Täuschung des Tricksters 2. Oh yeah. Du hast des Schicksals Augenblick. Wem wird sie bevorzugen? Wer wird weitergehen? Bist du. Schau mal, sein Auge blinkt. Ey. Ja. Wer wird weitergehen? Die Runenäugigen oder die mit dem Mal des feuerroten Drachen? Tu mir einen Gefallen, Haldor. Lass das Schicksal daraus. Es ist nur du und ich und die Karten, die wir spielen. Lucy hat einen Satz geschafft. Holy fuck. Ja, das ist alles. Mehr kommt da nicht. Was zählt, nun lass es uns tun. Hört sich auch immer wieder richtig nach Kartenspielen an. Komm schon, halt. Lass es uns nun tun, Mann. Die ganze Nacht, okay? Ja. Volle Geschwindigkeit. Halt nicht zurück. Und das alles können wir noch für ein Synchro-Deal sagen. So. Stimmen ist sehr schön. Wir haben auch diesen Spezialdrachen da. Nee, das ist nicht der Spezialdrache, das ist so der andere Drache. Der ist ganz nice für Scheiß. Okay. Ja. Wenn diese Karte als Nummerbeschwörung beschworen wird, kannst du eine Anzahl Kompass-Spiele merken, bis zur Anzahl der Monster, die den Gegner kontrolliert, als Spezialbeschwörung beschwören. Interessant. Und die Fallenkarte? Aktiviere diese Karte nur, falls dein Gegner mindestens 1000 Lifepoints mehr hat als du. Zahle 1000 Lifepoints. Ziehe eine Karte für jede 2000 Punkte Differenz zwischen deinen Lifepoints und denen deines Gegners. Okay. Interessant. Aber auf jeden Fall ein bisschen stimmen. Will ich noch nicht aktivieren. Erstmal schauen, was wir noch haben. Okay. Egal, wir haben nur Level 1. Mal schauen. Wir haben die Grümpel-Synchron und Turbo-Synchron. Mehr nicht. Ja, ich glaube, der Grümpel. Ja. Wenn diese Karte in alle Gift deklariert. Ich würde auf jeden Fall den Grümpel nehmen. Der ist flexibler. Den können wir mal anstellen. Und ich würde dann einfach den Sternstaub Zialong verdeckt spielen, weil der einmal pro Zug nicht zerstört werden kann. Ja. Lass uns auch mal schauen, bevor du beendest, was für Synchronen wir alles haben. Ja, überraschenderweise Sternstaubi. Ja, Sternstaubi, majestätische oder Sternschnuppendrache. Interessant. Der majestätische und den Grümpel synchronisiert und ein Zweier-Synchro. What the fuck ist das? Das ist ein Synchro-Empfänger-Monster. Den kenne ich. Formel-Synchron ist eine sehr beliebte Karte gewesen. Wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst eine Karte ziehen. Während der Mainface deines Gegners kannst du sofort, nachdem du diesen Effekt ausgelöst wurde, für eine Synchro-Beschwörung durch mit dieser Karte, die du kontrollierst. Ja. Das ist halt quasi ein Synchro-Monster, du ziehst halt eine Karte und kannst halt noch weiter synchronisieren mit dem Level 2 dann. Okay, aber jetzt. Ja. Option, so. Aber den können wir dann halt nur mit dem Turbo-Synchron holen. Nein. Wieso ist der schon wieder am Friedhof? Wegen Stimmen. Wenn man Stimmen aktiviert, wird einer auf den Friedhof geschickt. Das heißt, im nächsten Zug könnten wir schon einen Gümpelkrieger holen. Oh, ich würde lieber warten. Weißt du, weil wir haben dann 5, 6 und dann fehlen uns noch ein Level 2 am Monster. Okay, was macht ihr da? Nein.
Aha. The fuck is this? Jetzt kann er sich einen Level 6er Synchromanzer holen und einen Level 10er. Okay, haut sich ernsthaft den Fuck, Alter. Und Odin! Hallo Odin! RIP! Können wir nichts machen? Alter, schau dir seinen Text an. Ne? Nein. 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 Nein, nein. 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 Finde ich gut, so weißt du, da kommt Odin, der Göttervater, schlägt auf diesen kleinen Drachen drauf. Ha, ich kann nicht zerstören, Alter. Nein. 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 So, wie Nein. können wir Odin zerstören? Nein. Also, lest dir mal den Effekt von Odin durch. Der ist bestimmt ziemlich lang. Also, der ist ziemlich lang. So. Oh, Odins Auge, what the fuck? Nein. 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 Warte, jetzt ist. Wir haben hier oben ein Push. Sein Effekt wurde negiert. Egal, lest dir. Einmal pro Spielzug während der Standby-Phase dieses Spielers. Du kannst ein Asenmonster wählen, das du kontrollierst. Annulliere bis zum Ende dieses Spielzugs seine Effekte. Falls du dies tust, sieh dir alle Karten der Hand deines Gegners und alle gesetzten Karten an, die er kontrolliert. Der Gegner kann weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effekts aktivieren. Okay. Entropie. Ja, lest dir mal durch, was Odin kann. So. Einmal pro Spielzug. Du kannst diese Karte bis zum Ende dieses Spielzugs von Zauber- und Fallenkarten unberührt bleiben lassen. Während der Endphase, falls diese offene Karte, die du kontrolliert hast, in diesem Spielzug durch eine Karte deines Gegners zerstört, durch Kampf oder durch einen Karteneffekt und auf deinen Friedhof gelegt wird, du kannst ein nordische Ass dezent Empfängermonster von deinem Friedhof verbannen, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Und der kann noch eine Karte ziehen. Das heißt, selbst wenn wir das zerstören, er kann einfach sein Synchromonster, was er benutzt hat, um ihn zu holen, opfern und ihn wieder zurückholen. Das heißt, wir müssen ein Monster holen, was mehr als 4000 Angriffspunkte hat. Haben wir überhaupt sowas? Der majestätische Tag ist nach 100. Ja, das richtig. Wetesek. Wir könnten jetzt die ganze Zeit hoffen, dass wir ein Dings da bekommen. Ein schwarzes Loch oder sowas, aber selbst Das dann haben kann er wir wieder nicht. zurückkommen. Ja, lass mal lieber aufgeben. Ich will nicht meine Zeit verschwenden. Und ich muss dann pennen demnächst. Wieso hatte der Typ Odin in den ersten paar Zügen? Er hat irgendwie eine Karte gespielt und hat er einen fucking Level 4 Token bekommen. Level 4 Token. Das ist mega OP. Wir hätten eine Chance gehabt, hätten wir Er hat zwei ihn. Level 4 Token bekommen. Guck mal, ein Level 2 Empfänger gespielt, hat zwei Level 4er Token bekommen, konnte instant sein Level 10er Synchromonster holen. Mit einem Spielzug. Interessant, was kann die Level 4er Karte? Die kennen wir noch nicht. Trümmerdrache. Wenn diese Karte zum Abschwung beschworen wird, kannst du einen Monster mit 500 oder weniger Angriffen in deinem Friedhof beschwören. Das Gebiet ist eine Spezialbeschwörung, in die Angriffsposition, aber seine Effekte werden annulliert. Kann nicht als Synchromaterial verwendet werden, außer für diesen Kopfbeschwörung eines Monsters von Typ Drache. Okay. Hat 1000, hat er 2000 Verteidigungspunkte, der Drache? Ja, Oder? also. Nein. Dann, keine Ahnung. So finde ich bis jetzt die beste Variante, die wir spielen können. In Verteidigung. Keine Ahnung. Okay. Oh, wenn er will. Was? Irgendwas hat er, irgendeine Fähigkeit, dass er plötzlich doppelt erlebt. Ja, die Fallenkarte irgendwie. Da stand irgendwas mit seinen Angriffsverteidigungen werden irgendwie zusammengetan oder sowas. Ah, ja. Ein für einen ist eine coole Karte. Wir könnten. Nee, könnten wir nicht. Wir müssen irgendwas beschwören. Klar, ich würde, keine Ahnung, als erstes, warte mal.
Ich Ich würde habe jetzt eine einfach Idee. den. Ich würde einfach den Maulwurf, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ein Verein ist ja nicht irgendwie. Damit könnte wir, wir könnten, unter Umständen könnten wir den Grümpelkrieger kriegen. Und wie das denn? Sollen wir es probieren? Nee, 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 wie willst du das machen? Doch ein für allen schaffen wir, den Grümpelkrieger zu kriegen. Wie? Durch Effekte von verschiedenen Monstern von uns. Wir können eine Synchro-Beschwörung machen. Ich bin mir 100% sicher. Erklär mir wie. Wir legen den kleinen Hamster hier ab. Wenn der Hamster am Feld ist, können wir den Grümpel-Synchronisierer spielen. Der Grümpel-Synchronisierer holt den 2 zurück. Wir haben dann 5 und können damit. Wie können wir den ablegen? Weil wir ein Monster durch diese. Leg eine Karte von der Hand auf den Friedhof. Ach so, das meinst du. Damit haben wir Okay. fix eine. Okay, gut. Scheint Jetzt mir verstehe jetzt ich es. als valideste Aktion aus. Jetzt verstehe ich, wie was du Dann meinst. hole ich mal den. Den, ja, den, Verteidigung. Jetzt spielen wir den. Sehr schön. Der wird sogar noch gebufft, der kriegt nochmal 100 Angriff dazu. Durch seinen Effekt. So, dann gehen wir mal diesen Ziegenbock aufs Mal. Ciao. Okay. Das Alter, das ist gefällt so mir OP, das gar zu nicht. synchronisieren. Das ist so OP. Was ist das für ein Bullshit? Kriegt zwei Level 3er Monster, kriegt zwei Level 4er Monster. Was ist das für ein Kacke, ey? Damit kann Er man fügt alles noch einen Nordisch, jetzt resynchronisieren. hat er 10. Er kann synchronisieren. Hat er Level 4er Dings oder wie? Selbst, er kann synchronisieren. Ja, guck mal, was ist das für ein Müll, ey? Weißt du, wie OP ist das denn? Was sollen wir bitte dagegen machen? Also, sorry, dass ich Daniel zitiere, aber keine Chance. Ja, wir haben ein bisschen mystischen Drachen. Ja, hilft uns leider nicht viel. Ja, es ist ziemlich behindert gerade, ehrlich gesagt. Wir können halt höchstens noch diesen Formelsynchron beschweren, aber mehr können wir nicht machen. Ja, würde ich auch nicht machen. Wir müssen jetzt einfach hoffen Worauf? auf bessere Zeiten. Ja, das war's schon. Fühle ich jetzt. Durch welchen Effekt kriegt er denn ständig mal seine Karten auf die Hand, die er braucht? Keine Ahnung, wie Yusei das geschafft hat, aber. Wir müssen ihm halt irgendwie schaffen, dass wir ihn nicht synchronisieren lassen. Das ist verdammt schwer. Ja. Natürlich, weil er kriegt ständig seine Tokens. Durch die eine Karte kriegt er ständig irgendwie jedes nordische Monster, was er will, auf seine Hand. Lol. Kriegt halt alle Karten, die er will und alles, was er braucht, geht sofort auf die Hand. Wenn diese Karte, die du kontrollierst, durch eine Karte, die Shirt auf den Friedhof gelegt wird, kannst du einen Shirt brauchen in deinem Friedhof gehen und das Schwarze schon auf den Flankingsposition beschweren. Aha, Ja, wow. Interessant. Wir könnten halt
Diesen Formel-Synchronbeschwören, weißt du, Danny? Weißt du, was ich meine? Diesen Level-2er-Synchronmonster. Ja, weil einen Verein nutzen, den Turbo-Synchron holen, den Level-1er-Synchron, das mit dem Level-1er da synchronisieren, dann. Turbosynchron. Oder den anderen, schau dir mal den anderen Level-1er an. Wir haben ein paar andere Level-1er, egal, dann nicht. Den Opfern den Sternstaub Phantom, um dieses Turbosynchron zu schaffen. Ja. 1-1 für den beiden auf jeden Fall. Ihn verteidigen wahrscheinlich. Ja. Nimm das hier, so ein Formsynchron. Was kann Was kann das Formsynchron noch? eine Karte ziehen? Stimmen. Ja, das ist gut. I hear voices in my head. Das tolle ist die Luft der Jagd am Friedhof. Schade. Ich habe jetzt schon nur Bock gegen den zu spielen. Eine ja. So, wer hätte mehr Sinn gemacht, erstmal den Maulwurf zu spielen? Dann wäre der gestorben. Dann hätte man den Gruppenkrieg gespielt. Und dann hätte man irgendwas gemacht, aber. Naja. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht nicht funktioniert, aber nein. Gott, ich will nicht so langsam sitzen. Kann er nicht wieder seine 15.000 Fußschwächen haben und wir uns so lange. Fast ist jetzt weiterspielen besser, weil er dann nicht mehr so viel tun kann. Das könnte sogar gut werden. Wenn das mit Odin ins Auge spielt, könnte es gut werden. Und einfach mit Odin. Wenn er einfach Odin spielt, kann man ihn sofort zurückschicken. Nee, der negiert ja einen Effekt. Seit wann? Wer stand, glaube ich, vor dort? Das, wenn ihn zerstört, kann das, glaube ich, negieren, soweit ich weiß. Werden wir sehen. Wir haben halt gefühlt tausende kleine Monster, aber wir haben nicht so viele Synchronisierungsmonster, die uns dann helfen. Ja, wir kommen extrem langsam ans Synchronisieren. Stimmen. Und der Grübel synchronisiert, oder? Ja, Ja. was Flagship du? Das Klanghühnchen ist jetzt am Friedhof. Okay. Was kann dieser eine rote Roboter da ganz links auf der Hand von uns nochmal? Ah, okay, gut. Wenn irgendwann der Grümpelkrieger zerstört wird, können wir da, ich meine, der Grümpel synchronisieren, können wir den Grümpelkrieger dadurch holen, dass wir den aus dem Friedhof holen.
Oder mehr. Wir haben jetzt hier, wir könnten durch. Was kann dieser Doppelagent nochmal? Das war auch so, dass der irgendwie sich verdoppeln konnte. wenn ein oder mehr Monster bisher auch schon mit der Fülle beschworen werden, kannst du diese Karte als für. Das geht. Wir können das machen, wir könnten. Ja, machen wir es so. Das ist das Einzige, was jetzt mir einfällt. Vier, fünf, aber es ist doch sieben. Reicht das? Das reicht doch nicht. Naja, warte. Wir haben jetzt das Langhühnchen. Wir können mit diesem Effekt, können wir diesen Effekt spielen und könnten Doppelkrieger beschwören. Ist nicht so erst, wenn der, soweit ich das gelesen habe, ist er erst doppelt, wenn er benutzt wurde. Für einen Synchronschwung. Ja. Dann nutzen wir ihn auch für den Krieger. Okay. Okay, sehen wir sie aus. Nein. Naja, das müssen wir für die richtige Karte wählen. Ein Pittelface. Ich glaube, da wurde jetzt ziemlich hart gepusht, oder? Wie viel hat der? 3500. So, nice. Nochmal 1000 dazu bekommen, ne? Ja. Von Engel. Ah, noch ein von Engel. Ja, was können wir machen? Könnten ihn zurück auf die Hand schicken, aber das will ich jetzt nicht. Nee. Also ein Fiss. Wir beiden ist zwar verurteilt, es kann sein, dass sein Effekt sagt, dass das so und so ist, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist hier mit dem, dass sein Effekt verändert, dass er von auch weggeschickt wird. Ich dachte, das ist ein zu schön, ist. Mal schauen. Wir werden das dann sehen. Aber jetzt sieht es echt ziemlich gut aus, weil wir das ganze Feld voller Monster hatten, wurde unser Gruppekrieger echt ziemlich geil gepusht. Das war idiotisch von mir. Okay, Benny. Bist du echt so müde? Naja, ich bin verdrückt. Ach Gott, nein. Ja, das war auch schmerzhaft. Ja, du könntest in der Manifest 2 den Level 2 erholen. Aber warte mal, hier, das ist 4, 2, 4, wieder nur 7. Fehlt uns ein Level 1, oder? Na, ich würde halt nicht so gerne den geilen Level 3er, oder? Nee, dafür fehlt uns der Platz dann. Weißt du, wir könnten zwar jetzt den Grümpel-Synchronisierer zurückholen, mit dem Grümpelkrieger synchronisieren, dann einen Sternshop ranholen, aber der wäre dann natürlich weitaus schwächer als der Grümpelkrieger, den wir jetzt haben. Ja, yeah. Aber warte, wenn wir den holen, wir könnten den zurückholen, haben wir 5. Wir haben einen Platz zu wenig. Wir haben 2 plus 2, 4, 7, wir haben keinen 7er. Oder haben wir den, nee, wir haben keinen 7er, wir könnten einen zweiten Grümpel-Synchronisierer, zweiten Grümpelkrieger holen. Würde ich fast sagen sogar. Dann würde ich warten. Dann würde ich warten bis zum nächsten Zug und so. Okay, Endphase. Okay, jetzt kommt's.
Nee, 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 was machst du denn? Noch nicht, noch nicht. Nichts. Er hat nichts. Er hat nur irgendeinen zurückgeholt und keine Ahnung wieso. Ja, lass es alles krank nicht zerstören. Ja, der will also sick, Alter. Ciao. Nein, noch nicht, noch nicht. Ich glaube, ich weiß es sofort, aber noch nicht unterbrechen. Noch nicht unterbrechen. Lass einfach durchgehen, den Angriff. Wenn er sich selbst durchfickt, dann lass es erstmal durchgehen. Aha. Wenn du willst, könntest du jetzt den Synchronisierer wegschicken, oder? Nee, nee. Es wäre halt jetzt, ne? Der Wolf ist auch Level 4, oder? Ja. Aber wollen wir ihm nicht können wir ihm nicht durch den Synchronisierer die das Synchromods auf die Hand zurückschicken, sondern wir ja gleich gleichen. Klar, warte, deswegen, ich schaue es nochmal genau nach seinem Effekt. Dass wir es jetzt nicht verkacken. So, ja, einmal pro Spielzug, du kannst diese Karte bis zum Ende des Spielzugs von Zauber- und Falleneffekten unberührt bleiben lassen. Okay, das wäre blöd. Ja. Aber abwarten. Er kann nämlich das Auge aktivieren, damit werden seine Effekte deaktiviert, wenn er das Auge aktiviert. Oder kann er, wenn er das beschwört und wir die Fallenkarte machen, könnte er dann diese Unberührtheit anketten? Wahrscheinlich ja. Aber wir können es probieren, wir können es probieren. Nee, 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 warte, warte, warte. Weißt du, ich würde lieber jetzt einen Synchronisierer auf die Hand schicken oder irgendeine Karte, dass er nicht synchronisieren kann, den Empfänger meine ich. Und dann können wir in dem nächsten Zug einfach alle seine Karten zerstören, damit er nicht halt genug hat. Weißt du, was ich meine? Ich will nicht das Risiko eingehen. Schick einfach Gut. diesen nordischen Aszendenten auf die Hand von ihm. Gut. Den nordischen Aszendenten, ja. Jetzt zerstören wir einfach alles andere. Hoffentlich. Mal schauen, gehen wir mal die Option durch. Schau mal kurz den Friedhof durch. Ich habe eine Idee, Selbst warte, ich habe eine wenn. Idee, ich habe eine Idee. Ich probiere es mal. Das könnte reichen. Ich weiß, das wollte ich auch vor. Nein, was machst du da? Du hast die falsche Karte ausgewählt, Benny. Wieso? Was hätte ich auswählen Mit dem sollen? Level, mit dem Roboter hättest du den Grümpelkrieger zurückholen können. Mit Ruf der Gejagten hättest du dann den Doppelagenten zurückholen können. Oder klanglich, oder was weiß ich. Ich meine, jetzt hast du einen Ruf der Gejagten gewastet für einen Effekt, den wir mit dem Level 2er Mods hätten machen können. Karte wäre echt wichtig gewesen. Das war jetzt voll wasted, finde ich. Weißt du, was ich meine, Bernie? Weiß. Egal, dann im nächsten Zug. Ja, killen wir den schnell. 2000, ja, den 1400er killen. Lies mal diese Fallenkarte durch. Ich verstehe nicht, was das tut, ey. Verdoppelt seinen Angriff. Das ist doch mega behindert. Was soll das? Dafür ist jetzt Ja, Stinkelheim. jetzt kann er Odin holen. Jetzt sind wir gefickt. Nein.
Doch. Als ob er irgendwas spielt, was nicht für Odin sind. Alter. Ich glaube, wir hätten nicht den Engel angreifen sollen, weil der einen neuen zurückholt. Nee. Ich habe 700 Life Points. Mehr wird es nichts werden. Wir haben keinen Sternstaub, wir haben jetzt alles. Ja. Wir haben verloren. Letzter Versuch, ein Versuch geht noch. Ansonsten Ja. machen wir es beim nächsten Mal. Noch ein neuer Versuch, nächstes Mal dann. Okay. Ist das ein Scheißteil. Das war eigentlich ein guter Versuch. Klar. Ruf der Gärken. Ruf der Gärken. Gut. Eine Steilstarthand. Nein, ist es so. Was soll ich da machen? Ich kann nichts machen, das sind Mods, die können nicht angreifen. Entweder. Wir müssen warten, bis die Zugriffe beginnen. Doppelgänger. Ach Gott, ich bin neu, das ist sehr stark. Kannst gleich aufgeben. Oh, wir haben ein schwarzes Loch. Nice. Eisenschuss. Eisenschuss. Klanghühnchen. Endphase.
Ich könnte ihn durch schwarzes Loch seine kompletten Vierer zerstören, alle. Das ja, würde ich glaube ich empfehlen. Auch da ein Level 4 Empfänger zu. So, und den spiele ich mal. Jo. Weißt du was? Ich habe sogar gerade nachgeguckt, deswegen die Stimmen. Ich habe gerade nachgeguckt, wie Yusei zur Hölle das Duell gewonnen hat im Anime. Geschummelt? Ja, ungefähr. Er hat halt so eine Zauberkarte benutzt, die halt nur in diesen Turbo-Duellen möglich ist. Ja. Yay. Deswegen, er hat halt dann diesen seinen ultimativen Drachen gehabt, den 3300er. Und dann hat er den halt durch so eine Spellkarte, so eine Turbo-Karte, hat er den 1000 Angriff gegeben, indem er so ein Monster geopfert hat. Dann hat er 4300 und konnte Odin killen. Deswegen, ja. Wir können das nicht machen. Nicht. Ja, keine Monster opfern und je nach der Stufe gibt es dann 100 quasi. Und da das Monster, was gekauft hat, Level 10 war, hat sein Monster 1000 bekommen, 4300. Oh shit. Das reicht. Nein. Odin ist da. Ja, nächster. Einmal pro Spiel zu können Odin von Fallen und Zauberkarteneffekten unberührt bleiben. Scheiße stark. Und da wir keine Speed-Zauberkarte haben, die Tausender Push macht, haben wir auch kein Monster, was stärker ist als sein Odin. Deswegen ist es eine ziemlich scheiße, so gegen den zu spielen. Ein Fisch. Da drei Monster kann ich ihn noch schützen, aber. Nein, auch nicht. Wow, wir könnten mit so viel gejagt und das zurückholen. Wir könnten nicht genug synchronisieren.
Wie soll man gegen den schlagen? Verdammte Scheiße. Ich will wirklich sagen, wir greifen nur den Scheiß an. Vielen. Ja, jetzt reicht's. Wir haben den Sternstaub. Nice. Ich habe noch mal ein bisschen weiter nachgeguckt. Zwar, oh, ist auch so mega kompliziert. Ist, klar, ist alles gescriptet, aber oh, das ist auch nur irgendwie gewonnen, weil dann irgendwie boah, irgendeine Karte hatte, die alle Monster auf null Angriff gemacht hat. Dann wurden die aus dem Spiel entfernt und dann konnte er angreifen mit dem anderen. Das, auf jeden Fall haben wir diese Fallenkarte nicht. Und diese Kombo auch nicht. Aber wir haben ein schwarzes Loch. Und wir haben den majestätischen Drachen. Könnten wir durch schwarzes Loch, könnten wir eigentlich unseren Drachen schützen, oder? Nein. Der Drache würde unser schwarzes Loch nur negieren. Mehr nicht. Okay, aber. Weißt du, wir können den majestätischen Sternschuppen Drachen beschwören, Das kann der. wenn du Lust hast. Okay, können wir doch nicht das Level ziehen. Wir haben es, wenn dein Gegner eine Karte oder ein Effekt ziehen. Ja.
Wollen wir uns Ist sehen? ziemlich stark. Klar, haben wir ein Level 1 Monster auf dem Feld? Ja, haben wir. Nice, können wir sogar machen. Lol. Habe ich ganz vergessen. Nice, los geht's. Fantastisch. Was kann jetzt? Hier, also, wenn während des beliebigen Spiels ein ganz beliebigen Spiel ist, also wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, annulliere die Aktivierung, falls du zerstöre alle Karten, die der Gegner kontrolliert. Einmal pro Spielzug, du kannst ein das Monster wählen, das der Gegner kontrolliert. Annulliere bis zum Ende des Spielzugs seinen Effekt und kannst einmal diesen Spielzug einsetzen, Effekt als Effekt dieser Karte aktivieren. Während der Endphase, wähle ein Schatzschutz und dein Friedhof lege diese Karte vom Spielfeld ins extra Deck zurück, dann beschwöre das Gebiet des Ziels bis zur Abschwörung. Also mal den Effekt wie aktivieren, würde ich sagen. Ja, aktiviere den Effekt, negiere den von dem Engel und dann flick in den Anus, ey. Was ist denn Auswahl 2? Annulliere den Achso, wir können nur das auswählen. Annulliere ein Monster. Mehr können wir nicht machen. So, und jetzt kann er nichts mehr anderes rufen und jetzt wird er gefistet, ey. So. Ah. Was? Der Effekt wird annulliert. Das kann doch nicht sein, ey. Anscheinend, weil der Effekt vom Friedhof aktiviert wurde, zählt Endface, oder? das. Die Sache ist, er wird auf jeden Fall im nächsten Zug dann Odin spielen können. Ich meine, schau mal, was sind die beiden fertigen Karten, wissen wir nicht, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es zwei Level 4er Monster sind. Ja. Und Odin kann einmal pro Zug nicht von zaubernden Fallenkarten angetouched werden. Das heißt, wir können jetzt in die Manifest 2 gehen und mit Schwarz noch einfach alle Monster zerstören, um sicher zu gehen. Das würde natürlich alles, dass wir unser Drachen verlieren, aber da Odin stärker als unser Drache ist, keine Ahnung, wäre das etwas, was ich in Kauf nehmen würde. Keine Ahnung, was du meinst. Wollen wir die Eisenstoßflugsteuer, dann könnten wir es blockieren. Ich riskiere Nee, es weil hinter. Aura Ich Signature kann das riskiere eben nicht blocken. es. Warte. Wieso muss ich ihn. Ach Gott, ich bin Idiot. Okay, nicht. Müssen wir den Effekt von dem Empfänger durch? Und welchen? Von dem gegnerischen Empfänger. Okay. Das müssen wir Die zerstören. Karte. Klar, dann Ja, wir sind mache ich jetzt die Blödsinn. Einschwörung. Das ist Blödsinn, das funktioniert nicht, so wie wir wollen. Okay, es funktioniert nicht, Level 1 so speziell zu beschwören. Hol den Sternstoppdrachen Zerlong, nicht den Weiß. Nein. Gott. Dann, wollen wir direkt wieder den Majestätischen holen? Achso, gut, dann nicht. Okay, wenn du willst, können wir wieder den Majestätischen holen. Können, indem wir jetzt zum Beispiel den Klangvogel holen, können wir wieder synchronisieren. Mit dem uns wieder einen Majestätischen Schatten holen. Wie? Mit dem Klangvogel hast du Kann ich den nicht Klangvogel. wahrscheinlich, gehe nicht mehr. Da kannst du nicht. Ja, deswegen, das war irgendwie nicht so geil. Wir hätten einfach zwischen den Sternstopper sehr lang oder so. Naja. Auf den Battlefield und auf jeden Fall den Empfänger zerstören. Schöne Animation. Und das war klar. Deswegen wollte ich eher, dass du das mit dem Finger angreifst und so, also mit dem Sternschub an den Finger angreifst. Wird auch nicht gerecht. Doch, 1800 stand da doch nicht wahr. Ach, es geht noch um zu. Wir haben Glück. Aber diesmal auf jeden Fall mit Sternschub angreifen.
Verteidigung, okay. Willst du einfach Nicht ohne Gerümpel. Ja, da haben wir mehr zum Angreifen. So, ich würde auf jeden Fall mit dem 2000 mehr. Schneller, ich muss pennen. Wir haben echt Lack, ja, ne? Wir haben echt Lack, dass er nicht schon lange hier Odin beschworen hat. Ja. Ach so, das ist auch ein Empfänger, deswegen hat er es nicht geschafft. Er hat zweimal den Empfänger gehabt. Puh. Lucky, ey. Wir sind echt gerade lucky. Ich glaube, wir brauchen auch einfach Luck, um dieses Duell zu gewinnen. Ey. Sonst... warte mal. Bevor du irgendwie angreifst oder weitermachst. Der hat 400 Lebens 400 Angriff, oder? Wenn wir jetzt den majestätischen Drachen beschwören, dann können wir ihn killen, weil der hat 3800. Machen wir es. Bitte, bitte, lass es durchgehen. Bitte, lass es enden. Nee, okay, brauchst du jetzt nicht machen, aber egal. Sicherheitshalber. Egal. Los, bitte, bitte, ich fliege mich. Oh, es ist vorbei. Mit Luck haben wir es geschafft, Justus endlich. besiegt Haldor und Team 5 die Zug ins Finale. Sein Gesicht. Lol. Danke fürs Zuschauen. War schon wieder ein überlanger Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.